Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren frostig-mystischen Folge Kona Broom. So, Jules, jetzt hau mal raus. Gib mir die These des Jahrhunderts. Faktenbasiert will ich jetzt wissen, was hier abgeht. Eh ben, vous avez survécu. Avez-vous trouvé le potentiel? Wie, dachtest du, ich sterbe oder was? Was bist du denn für einer? Oh, j'avais perdu espoir. À partir de ce modèle, je vais pouvoir créer un appareil de plus grande taille. Avez-vous rapporté assez de mystalline? Non. Il m'en faut plus pour alimenter la machine. Il y a forcément d'autres fragments un peu partout dans mon installation. Also. Okay. Ich muss jetzt mehr Fragmente suchen. Da habe ich ja schon. Ja, scheiße. Wir könnten da runter noch. Nee, von da kamen wir doch. Oh, ist das alles scheiße. Ich geh zum Boot. Ich geh zum Boot. Wir fahren rum. Genießen die Natur. Ja. Scheiße, wie viel braucht man denn da? Brauche ich wirklich alle, die rumliegen? Oder wirklich nur ein paar? Oder. Ich habe doch keine Ahnung. Ich bin doch auch nur ein unwissender alter Sack. Ich wollte zum Boot und gehe hier lang. Scheiße. Ich will nicht nochmal die ganze Map ablaufen. Habe ich am Anfang was vergessen? Wahrscheinlich schon. Da war ich aber gar nicht richtig in dieser Materie drinne mit hier piept und klickt und geh mal hin und nimm dein Ding. Gut. Mission Impossible, Mission Madastan manifestieren. Boah, können wir nicht einfach die Steine manifestieren so? Und dann kommen die von allein zu uns oder da kommt nochmal so ein Meteorit und der klatscht hier rein und ich nehme das raus. Nein? Okay. Ist egal. Ich habe es eh nicht erwartet. Ich habe es gehofft, aber... Nee. Ach komm, hier kann man ja auch lang. Und da geht es ja auch irgendwo hin. Warte, war hier nicht dieses Dingsschloss? Oh, wie heißt das nochmal? Von diesen HMC-Leuttypen da. Ja, doch. Das war da. Ja, zu sowas kann man nochmal hin. Muss ich? Kann ich aber springen? Oh, ich kletter alleine. Weil ich alleine bin. Ich musste meine Hunde zurücklassen. Ja, wie lange kletterst du jetzt? Komm mal runter jetzt. Dankeschön. Oh, ein Fallero. Machst du mich heiß, ja? Das würde mich jetzt aber echt interessieren, wie viel der braucht. Ob das alles ist, ob das nur ein bisschen ist, ob das... Ja, da kommt man ja auch noch hin. Dafür muss ich aber... Da kann ich von da aus hin. Das heißt, wenn ich hier jetzt wieder anlege und hier... hingehe und da ist ein Tor, dann kann ich ja erst da hoch und wenn, kann ich mit den Hunden da dann. Gut. We got a mission, boys and girls and dogs. Ich muss jetzt voll vermehrt auf den Geigenzähler achten, damit ich wirklich nichts außer Acht lasse. Was halt jetzt wieder praktischer wäre,
wäre, wenn man auf der Karte so ein bisschen sehen könnte, wo die sind. Weil das ja zum Beispiel, ja, das sind Blumen, die werden dir angezeigt, so, die du brauchen könntest. Ist ja auch alles schon gut, aber wenn das storyrelevant ist, dass du genug Steine findest. Oh, ich war falsch. Da sollte man schon so ein bisschen zeigen, wo welche sind. Oder wenigstens so die wichtigsten, dass man, sag ich mal, du brauchst 10 Stück, 8 hast und die anderen beiden musst du selber suchen. Da ist eine Brücke. Boah, ich könnte auch hardcore reinscheißen und fange wirklich von 0-0 wieder an. Jetzt bin ich hier, jetzt gucke ich hier. Jetzt sind wir hier, jetzt gucken wir hier. So. Wir müssen gratis aus. Meine Hunde kann ich hier nicht benutzen, ne? Nee. War das ja so viel Laufen? Ach ja, einfach die Natur genießen. Schönes Waldbaden. Ah, oh Gott. Du Sack. Hast mich ein bisschen erschreckt, aber ihr habt dich auch erschreckt, habe ich gesehen. Ich habe so ein bisschen Angst gekriegt und dann bist du einfach weggelaufen. Aber ist okay. Manchmal, da tue ich auch weglaufen. Ich sehe so viel. Ich sehe so... Oh my goodness. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht interrupten. Lass mich in Ruhe. Ich tue dir auch nichts. Ich hau dir so auf deine Fontanelle, ne? Geh weg. Oh mein Gott, ich glaube, wir bauen gerade eine Bindung auf. Ja, wir haben eine Bindung aufgebaut. Oh mein Gott, ich bin einfach der Wolfflüsterer. Oh mein Gott, das schreibe ich in meinen Lebenslauf. Das war ihr höchster akademischer Abschluss. Der Wolfsflüsterer. Oh, haben Sie eine Urkunde dafür? Nein. Ja, sag ich, jetzt kann ich hier rein. Ich muss ganz zurück. Oh mein Gott. Dogos! Okay. Die wollen nicht. Ach, die lieben mich, Mann. Warte, war da oben? War ich jetzt blöd? Nee, da oben war auch irgendwas, wo ich das benutzen musste. Oder war das am Anfang? Ich glaube am Anfang. Mr. Wendigosen, was hierhin reisen? Ivich Valley. Ivich. Oh, mit die Dogos. Boah, leck mich doch fett. Jetzt mal ehrlich, also du kannst mir gepflegt die Rosette knutschen. Das ist so riesig schon wieder. Alter, das Spiel macht wieder richtig was her. Ich meine, ich find's gut, ne? Ich bin den ersten Teil schon gefeiert, aber... Hallo? Er floh mit Höchstgeschwindigkeit, achso. Sicherheitsdienst. Tja, Leute, habt ihr gesehen, ne? So schnell kann's gehen. Machen wir mal so eine große Runde hier. Wow.
Ey, stillhalten, stopp, aus, pfui. Doch da war Strahlung. Oh, da. Da, wo muss ich rein? Wo muss ich hin? Ich kann da gar nicht hin, oder? Doch, kann ich. Halt ein Jabbel mit deiner keine Strahlung entdeckt. Doch, man. Ah, okay. Ich verstehe. Kann ich mich hier hochtricksen? Nee. Ich will nicht komplett außenrum. Es ist kalt, ich friere mir die Eier ab und die wollen auch, dass ich außenrum gehe, anstatt dass sie dem Typen einfach zeigen, wie man springt. Was erwartet mich? Hallo? Ah, scheiß doch die Wand an. Hä? Warum holen die denn alle ab? Auf deinen Kopf! Auf deinen Kopf! Aber auf deinen Platz! Heier machen! Muy bien! He had no doubt. This amount of fragments would be enough for Jules de Mers. Carl could return to the strange scientist's radio tower. Oh, du kannst mich mal so gepflegt am Arsch lecken, du Erzähler. Sag ehrlich, ich habe gerade die Mühe auf mich genommen, habe jetzt ein komplett neues Gebiet entdeckt, wo ich gucken könnte, was hier so Sache ist. Und er kommt mir mit, oh ja, jetzt hast du genug für Jules. Ist schön für Jules, kann Jules sich auch gepflegt abholen. Blöde Sau. Also verarschen kann ich mich auch selber. Ja, ich komme ja schon. Jetzt soll ich mich umgucken, aber man sieht ja eh nicht so viel, ne? Da, wir gucken jetzt um. Ja. Wie sind der Kunden hier? Wann hat man mal so einen Urlaub? Auch scheiße, ne? Willst einfach nur einen Detektivjob erledigen? Kommst ein Örtchen, denkst du so, oh ja, einfach nur einen Fall lösen, irgendwer wird ermordet. Und dann hast du radioaktive Strahlung, verseucht von Alien-Material, Kometen, was auch immer. Wendigo, der sich da manifestiert, etc., etc. So dieses komplette Rundum-Paket. Aber man sieht wirklich nichts. Ich glaube, wir kommen hier später eh nochmal hin. Oder? Weiß es halt nicht. Also ich fahre jetzt hier nochmal links rein. Da haben wir den Zähler schon wieder. Meter, okay, das wäre dann da. Da muss ich aber... Ja, ich muss ja so rum. Kann ich jetzt noch einen finden, oder was? Was kommt jetzt? Kommt jetzt Elch? Kommt jetzt Bär? Kommen wieder Wölfe? Ah, Wölfe, okay. Hallo! Nix! Keiner anfassen, bitte! Bitte machst du nicht fassi mich, ja? Ich meine, die haben ja wie so ein Bär. Ah, wir wollen auch storytechnisch weiterkommen. Ja. Gehen wir mal zurück. Auch wenn mich das alles interessiert, das könnten. Könnte das ein See sein? Nee, oder? Ah, ich glaube, wir kommen hier eh nochmal lang. Ich glaube, das wird so wie beim ersten Teil, so diese Endroute, wo du abhauen musst vor diesem Vieh. Hä? Hier wollte ich doch gar nicht hin. So,
soll denn der Müll hier? Wie drehe ich die jetzt? Ah. Ja, ja, ja. Jungs, ab nach Hause. Heimat ruft. Der Futternapf schreit schon. Boah, das dauert ja voll lange. Scheiße. Ja, ja. In solchen Momenten fragt man sich immer, was soll man sagen? Einfach schweigen und genießen. Boah, warum ist es denn so weit? Für sowas hätten sie eine Schnellreise machen können. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wuff. Man sieht zu viel, ist es richtig? Ja. Ja. Ja, er lädt sich den Hoden wund, ehrlich. So, jetzt muss ich gucken. Wo sind wir? Wir sind hier. Oh mein Gott, Alter. Ey, ich muss eine halbe Wanderschaft zu dem wieder machen. Also ich kann entweder mit den Hunden jetzt einmal so durchfahren. Aber kann ich einfach irgendwie schnell reisen? Mein Gott. Das ist kacke. Nee, ich fahr jetzt so hin. Ja. Das Ding ist, ich kann jetzt klar auch da runterlatschen mit dem Boot. Es sieht kürzer aus, aber ich müsste dann auch wieder zu Fuß laufen ein Stück. Dann müsste ich wieder Boots fahren. Dann müsste ich wieder hochlaufen ein Stück. Jungs, ihr müsst echt mal einen Zahn zulegen. Also ich fütter euch nicht umsonst diese Schweineohren. Können wir nicht noch zwei Wölfe irgendwie ranbinden, so ganz vorne? Weiß nicht, ich habe das Gefühl, ihr werdet dann schneller. Oder wir holen uns einen Elch. Ein Elch wäre cool. Der Leitelch. Typ hat ja nicht mal Beschäftigung, ne? Kann sich nicht mal irgendwie sein Smartphone rausholen, kurz Candy Crush reinballern oder so. Pokémon, Dragon Ball, je nachdem. Aber der Wendigo war auch noch nicht einmal jetzt wieder da. Das ist irgendwie wieder schade. Aber eigentlich basiert die Story ja darauf, dass das Viech hier rumläuft. Aber irgendwie... Hier hat man den einmal gesehen und ja, das war's. Hier war es rechts jetzt und dann. Ja, da sehe ich ihn schon. Okay, es sieht auf der Map weiter aus, als es eigentlich ist, aber. Mir wäre ein Auto schon lieber. Oh, wie siehst du die laufen mit diesen Hinterpfötchen hoch? Richtig goldig, richtig hübsch. Gefällt mir. Aber dass sie immer bellen muss, gefällt mir nicht. Sind
gerade Boden reingebackt? Oder sah das jetzt... Nee, weiß ich nicht. Sah kurz so aus. G! Stop it! So! Wir haben ja schon wieder was erlebt heute. Und wir sind wieder genau rechtzeitig angekommen. Weil, leider Gottes, ist diese Folge auch wieder vorbei. Also, das war's an dieser Stelle. Liken, bewerten, kommentieren. Wenn du das tust, bist du einfach die tollste Person, die es gibt. Das ist dir hoffentlich bewusst. Wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich hoffentlich wieder. Ja? Bis dahin wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Tschüss.